Herzlich willkommen zu Quellwerk. Unser Gedanke heute lautet das Gebet zum selbstlosen Dienst. Klingt ein bisschen sperrig, aber du wirst gleich den Gedanken verstehen. Der Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King hat mal gesagt, die dringendste Frage in unserem Leben ist die, was tust du für andere? Wow, was für ein starker Gedanke. Von Professor Viktor Frankl habe ich einen Gedanken gelernt. Er hat gesagt, was ist die Hauptaufgabe des Auges? Nach außen zu gucken und zu sehen, was gibt es alles. Wenn das Auge sich selber sieht, hat es entweder den grauen oder den grünen Star und ist krank. Und er sagt, genauso ist es bei den Menschen. Wenn wir nicht lernen, nach außen zu gucken, wie wir Menschen dienen können, sondern nur nach innen gucken, ist unsere Seele krank. Wenn nur noch wir in unserem Mittelpunkt stehen, ist irgendwas schiefgegangen. Und Jesus selber kommt und ermutigt uns und sagt, hey, bekomm diese Blickrichtung und werd ein Segen für andere. In Apostelgeschichte 20, Vers 24 sagt Paulus, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und die Aufgabe ausrichte, die ich vom Herrn Jesus empfangen habe und das Evangelium seiner Gnade bezeuge. Paulus sagt sich, hey, ich will Gott dienen und das mache ich am besten, indem ich Menschen diene und ihnen mit der Liebe und der Wahrheit Gottes begegne. Und ich dachte, genau, das ist die höchste Berufung, nicht für uns selber zu sorgen, sondern für die Menschen um uns herum ein echter, greifbarer Segen zu sein. Wenn wir unseren Blick von uns selber wegrichten, nicht dauernd im Spiegel schauen, ob alles immer ist, wie es sein muss, sondern nach außen schauen, dann merken wir, wie viel Not da ist und wie reich wir beschenkt sind und wie durch unser Beitrag wirklich Menschen gesegnet sein können. Franz von Assisi, dieser heilige Mann, hat ein großartiges Gebet formuliert. Dort heißt es, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der erwacht zu einem neuen ewigen Leben. Ist das gut? Sei gesegnet.